Meine Mutter nicht. Sie war sowieso nicht gerne für das Reisen. Mein Vater hätte es gern, aber gesundheitlich war er dazu nicht mehr in der Lage. Und ich habe es auch nicht für gut erachtet. Er war herzkrank und das wäre eine 15-stündige Autofahrt gewesen. Denn das ist sehr abgelegen. Man hätte dann wahrscheinlich, bin ich so orts, also bis Warschau fliegen müssen, von da aus noch mit dem Auto. Das hätte er nicht gut überstanden. Das habe ich dann abgelegt. Ich habe aber an seiner Stadt Masuren viermal besucht, viele Aufnahmen gemacht, habe ihm nur das Schöne gezeigt, was für ihn gut war, weil ich glaube, dass er das andere hätte nicht verkraften können. Mein Vater kommt von einem Gut. Und das, was mal da stand, das gab es nicht mehr. Da stand das Verwalterhaus, da stand der neue 1939 errichtete lange Stall. Aber alles, was an den Feudalismus früherer Zeiten erinnert hatte, wurde von der damaligen Bevölkerung oder von dem Regime abgetragen. Es sollte einfach unwiederbringbar vernichtet sein. Und ich glaube, das war eine gute Entscheidung. Für meine ältere Cousine, mit der ich gefahren bin, die fließend Polnisch und Russisch spricht, weil sie auch die polnische Schule besucht hat, die hat ein ganz anderes Ansinnen. Selbst jetzt ist in ihr ein unheimlich starker Trieb, wieder in die verlorene Heimat zurückzuwollen. Aber auch da sprechen vernünftige Gründe dagegen. Aber da ist natürlich ein anderes Empfinden als bei mir. Nach meiner letzten Masurenreise konnte ich innerlich loslassen. Das war, na, vielleicht in den letzten, ich muss jetzt lügen, 6 oder 7, vor 6 Jahren war ich mit meinem Mann zusammen mit dem Dr. von Riesen auf einer Bildungsreise. Und da haben wir Masuren besucht und mein Mann konnte sich ein Bild machen, wie wunderschön diese Landschaft ist. Das heißt nicht umsonst Land der dunklen Wälder und kristallenen Seen. Dort ist meine Heimat, werde ich wiedersehen. Es ist wunderschön. Und es neigt, weil diese Einsamkeit, diese riesigen großen Wälder und Felder und diese Seen. Es gibt ja praktisch kaum einen Ort, den nicht an einem See liegt. Verleitet zur Melancholie, weil es einfach so unwirklich und so schön ist. Und dann kann ich mir vorstellen, diese langen Winter, die auch denn eine gewisse Einsamkeit geschaffen hatten. Als meine Mutter geboren wurde, musste mein Großvater die Hebamme mit dem Schlitten holen. Es war so hoch der Schnee, es war kein Durchkommen. Und wenn man das so sieht, konnte Manfred nachempfinden, warum sie so traurig waren. Diese Wehmut war da. Sie wollten gerne wieder nach Hause.